Ja, wunderschönen guten Morgen, Tag 69. Aber bevor es losgeht, möchte ich was loswerden. Ja, mein Schatz. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, mein lieber Schatz. Happy Birthday to you. Ja, mein Schatz, ich wünsche dir alles erdenklich Gute zum Geburtstag. Viel Glück, viel Gesundheit, Zuversicht, Zufriedenheit und vor allen Dingen Gesundheit. Ich liebe dich. Vielen Dank, dass es dich gibt und dass du mich persönlich und auch die Firma so unterstützt und auch für die Kinder immer da bist. Einfach schön, dass es dich gibt. Ja, kommen wir zurück zur Baustelle. Ja, ich mache einfach dort weiter, wo ich gestern aufgehört habe. Dafür noch in den Rahmen muss man noch die Arretierung da festmachen und ja, die Verkabelung noch für die Arbeitsplätze fertig machen. Ist ja leider gestern etwas liegen geblieben. Jo, in dem Fall viel Spaß beim Video. So, da oben liegen jetzt die Kabel drin. Schauen wir mal kurz hoch. Einmal Netzwerk und da oben entsprechend für die Tischbetankung der Strom. Das Messer haben wir auch gestern kräftig versaut beim Schneiden hier von der Türe. Ja, das mache ich. Tue ich jetzt gerade ein bisschen einlegen. Ihr seht, da habe ich schon ein bisschen gekratzt, Terpentin und dann naja, geht es weg. So, ja, der Wasserspender kommt ja nachher. Und ihr wisst ja, ich habe hier schon mal vorbereitet. Hier ist das Loch für den Wasseranschluss. Und auf der anderen Seite, ich habe ja auch alles zwischenzeitlich sauber gemacht, ist dann entsprechend die Anschlussmöglichkeiten. Ja, ihr seht, ich habe das gestern mal noch soweit montieren wollen, den Durchlauferhitzer, aber ihr seht, dann braucht man noch entsprechenden Elektriker und jo, macht Laune. Sobald jetzt die Temperaturen draußen ansteigen, möchte ich draußen sägen. Ihr seht ja, ich muss hier an dieser Seite noch den Rahmen auch wieder verschlanken. Ja, in der Zeit mache ich jetzt schon mal hier dieses Überbleibsel vom Schaum weg und ja, dann kann ich dann auch was montieren. Ja, meine Frau hat einen herrlichen Tag erwischt. Jo, und ich werde jetzt hier das Ganze absägen. So, Corpus Delicti gesägt. So, sieht doch ganz gut aus. Da oben müssen wir noch ein bisschen verputzen. Aber sonst, fitsch. So, jetzt sind wir im Dokumentenlager genau das gleiche nochmal. Nur mit der kleinen Tür. Also erstmal wieder abschneiden und dann geht's los. Oh, ihr Lieben, ja, der Kamerad ist auch drin. Noch rechts dann noch Acryl hin und dann sieht es doch gut aus. Ja, im nächsten geht es jetzt hier weiter in die Werkstatt. Ihr seht, da hinten ist schon verbunden. Das kommt jetzt hier oben auch noch hin. Ja, und die restlichen Bretter kommen dann an diese Wand. Jo, fertig. Also, machen wir da weiter. Jo, hier soll auch noch eine Arbeitsplatte hin. Das heißt, der Brüschungskanal muss da weg. Der kommt auf die Flucht von dem anderen und dann quasi hier rüber. Genau. So, ja, unser Wasserspender ist zwischenzeitlich auch eingetroffen, angeschlossen und läuft. Teile, wo ich euch gesagt habe, die hatte ich ja vergessen. Die muss ich jetzt hier reinstecken und festschrauben und dann kann der Rahmen von neuem rein. So, der Kanal ist versetzt, der war hier. Jetzt ist er da unten. Ja, und ihr denkt euch jetzt bestimmt, warum macht er das jetzt vor dem Umzug? Ja, ganz einfach. Ich mache jetzt hier Hängeregale hin, dass wir dann gleich schon aufräumen können. Gell? So, mal provisorisch fertig. Eine Platte fehlt. Und täglich grüßt das Murmeltier. Die Tür ist wieder drin. Ich hoffe. Zweite andere. Ich hoffe, heute zum letzten hoffentlich kein Worst-Case-Fall mehr. Nein. Ja, der Plan steht. So sitzen die Kolleginnen und Kollegen. Ja, und so sieht es denn hier hin aus. Martin,
So, ihr Lieben, für mich ist leider der Tag jetzt zu Ende. Ich muss den Transporter noch schnell holen. Ja, damit wir morgen auch entsprechend umziehen können. Ja, ihr seht im Hintergrund, das sieht eigentlich schon ganz cool aus. Ja, also, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Bleibt gesund. Bis morgen. Ciao, euer Martin.